Das kann witzig. Oh. Dieser zurückruft. Oh, schön. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Tschüss! Oh, ich habe was versehen, die. Ah, ne, doch nicht. Ich bin jetzt ein sehr, sehr glücklicher Panda. Ich kann Gelenkbus fahren. Ja. Ja, ja, den anderen verkaufen. Ah, ne, den brauchen wir ja noch für die anderen Fahrten. Den kannst du verkaufen, das hast du ja einen. Ja, aber ich meine jetzt für die. Wir brauchten ja 12 Busse. Deswegen. Ja. Dann können die anderen mit dem fahren. Ja, oder so. Warum blinke ich eigentlich schon? Boah, doch noch gar nicht blinken. Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier so einen scheiß Hessi-Bus. Hessi-Bus? Ja, so einen richtigen Hessli. Hessi-Bus? Was denn? Das ist ein Hessli. Ich habe Hessi verstanden. Ja, ich habe auch erst Hessi gesagt, weil ich mir versprochen habe. Ich meinte aber eigentlich Hessli-Bus. Ja, soll ich gehen mal schlafen? Hab wieder etwas gelernt, was so eine Bürste ist. Schlaf schon dufte. Und schön, dass ich dir was beibringen konnte bezüglich der Bürsten. Nächster Halt, altes Sägewerk. Frage ist, ob man das wissen wollte. Ja. Wer will sowas nicht wissen? Ich wollte das nicht wissen. Oh, du hast das wolltest du wissen. Nein! Und viel Spaß im Lurk, Luna! Ich wollte vieles wissen, aber nicht das. Da oben rumkommen. Ist nicht so, dass ich Busfahren liebe. Bitte? Was hast du mir da angetan? Hast du auch eine Liebe jetzt dafür entdeckt? Ich find's auch übel entspannt, oder? Ryan, was hast du mir hier eigentlich angetan? Ey, aber das ist eine Sucht! Jetzt mal ganz im Ernst, ist entspannt, oder? Ja, natürlich ist es voll entspannt. Siehst du, sag ich ja, glaub mir nie jemand. Weißt du, das ist richtig so, richtig chillig. Richtig entspannt. Ich habe Fragen. Weswegen? Guck in deinen Chat. Stimmt. Ob. Hybrids. What? Alles klar. Nein, man weint jetzt gleich alle. Ich hätte die 1-Liter-Flasche nehmen sollen. Oder du hast so schnell getrunken? Nee, ich habe ja 19 Uhr geöffnet. Und es ist jetzt 0 Uhr. Nee, 5 Stunden. Ist eigentlich eine gute Zeit. Über 5 Stunden verteilt. Mir geht es gut wieder, glaubst du? Vor allem, ich trinke auch voll langsam. Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Immer so kleine Mini-Schlucke. Also bei solchen Nachrichten bin ich wieder nicht mehr so sicher, ob es so gut geht. Aber ich kann gelenkbus fahren. Ich kann gelenkbus fahren. Ohne Probleme? Ja. Er hat nicht gezockt. Er wubbelt auch nicht. Er truckt. Es ist kein Twerky-Bus. Aber es ist ja auch der Gute von MAN, ne? Der andere ist ja nur billig Produktion. Ja, das stimmt, Kitty. Der stimmt. Ich habe noch gerade erst mal eine Suche. Denn auch bei Aidaria? Was? Ich sag, tanzt dein Bus denn? Oder hast du gar nicht den anderen Schlenki? Ich hab keinen. Bei mir hat aber Ryans Bus nicht getanzt. Und meiner tanzt sowieso nicht. Nee, warum nicht? Weil ich Musik kann. Weil ich keinen Ziehharmonika-Bus fahre, sondern einen normalen. Ich kann das Wochenende kaum. So, ich hab gedacht, du hast den anderen Ziehharmonika jetzt genommen. Nee, bin doch nicht lebensmüde. Was? Ja, dann du den mal. Erstmal gucken, was sie hier für Strecken gebaut hat. Ich muss ja da irgendwo um die Kurven rumkommen. Das sind alle größtenteils Stadtstrecken. Ist eine auf der 17? Ich bin auf der 16. Du bist Kartoffelsack, ne? Ja, ich meine. Ich bin Kartoffelsack.
Warte. Gut, dann nehme ich Highway to Hell. Ja, ich bin die 16. Highway to Hell. Wir haben aber gelernt, wir können uns darauf nicht verlassen, was da im Bus dran ist. Ja, stimmt. Nee, ihr kriegt ja auch Meldungen über meine Passagiere. Ja. Das Wetter ist einfach wundervoll. Raff ich bis jetzt noch nicht. Das war auch das erste Mal, dass ich sowas hatte. Wer hört denn hier so laut Musik? Na, bei mir sitzt einer. Nein. Das ist bei uns. Hä? Ich hab grad nicht zugehört, hab mir die Haare zusammengepackt. War auch nicht so wichtig. Ich möchte aber wissen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wegen die Nachrichten, die ihr von meinen Passagieren kriegt. Achso. Aber es war das erste Mal, wie gesagt. Dass ich sowas hatte, dass ich von irgendjemand anders von euch was hatte. Ach ja. Vielleicht wegen der Koop-Fahrt. Das kann sein. Weil wir sonst ja eigentlich keine Koop-Fahrt haben. Blitzerfoto! Geht schon wieder. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat nie aufgehört. Dass man so den Halt verliert. So, wehe, das schmeckt jetzt nicht. Eine Fahrkarte. Was denn? Ich habe mir jetzt heiß gemacht, Kartoffelbrühe mit Bratwurst und Sauerkraut. Bitte. Guten Hundi. Hungi. Was? Ja, so. Na klar. Ich hab guten Hundi verstanden. Guten Hundi, Alter. Ich wollte gerade schon sagen, wer frisst denn hier Hund? Nee, ich hab bloß Katzis hier. Die und die isst werden du? Nicht gegessen. Ich wollte gerade sagen. Nein. Oh, mein Herz. Ich hab eine Katze hier. Die machen gerade ihre Knabberstäbchen hier zunichte. Ja. Die knabbern an dir? Ich bin doch kein Stäbchen. Oh, das ist aber heiß. Und ich habe auch kein Stäbchen. Sag mal, ich glaube, der Alk tat nicht so gut, ne? Welcher? Ja, ich hab doch erst anderthalb. Ich hab doch erst anderthalb. Ne? Was? Bierchen. Leute, soll ich allein lassen? Nein. Ich fühle mich gerade ein bisschen fehl am Platz. Nein. Doch, nein, nein. Aha. Ist doch alkoholfrei. Ich weiß. Oh, wie gut ich hier dran stehe. Oh mein Gott, das hier Level ist. Wieso fährt da keiner weiter? Seid ihr jetzt blöde? Ja. Irgendeiner muss doch mal weiterfahren. Schauen. Alter, hier, die alle drei stehen hier und keiner ist gefahren? Nein. Ja, jetzt klar, jetzt fahrt ihr gleichzeitig oder was? Ey, ihr seid doch. Ich kann kein Gelenkbus fahren. Was ist das? Hast du schon wieder Probleme? Ich krieg schon wieder für nichts Strafen. Hä? Die Straße ist komplett leer und ich kriege Strafen. Da! Ja, Tatsache. Hier ist nichts! Well. Hier ist nichts! Da ist noch nicht mal ein Schlagloch. Nein, ist gar nicht. Hä, das raff ich. Das als wenn du eben eine Kollision hattest, ne? Dass das so grau wird und dann über 1000. Aber da ist nicht. Da macht dann jemand scharf auf der Straße. Ey, das ist echt mies. Nein. Niemals. Brech ab, bevor du weinst. Oder du musst dir Omni 2 holen. Nein, zu realistisch. Aber da gibt's Schlenkies. Was? Mappa? Hm? Geht's deinem Bus gut? Weiß ich nicht. Such mein Bus da! Hybrid sofort bei Ryan im Stream und klippen. Mein Bus tickt aus. Mappa, ich sag mal nicht, wonach das aussieht, ne? Nein, bitte nicht.
Sehr erotisch auf jeden Fall. Bitte? Sehr erotisch. Ich bin, ja. Warum? Oh Gott, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Gut, dass ich das nicht sehe. Das sieht nicht gesund aus. Ihr habt mir einen kranken Bus angedreht. Ich habe keine Angst, vorbeizufahren. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin muss, ehrlich gesagt. Paarungstanz. Alter. Wollte ich gerade sagen. Paarungstanz der wild lebenden Busse. Ich bin da oben, Haltebucht 2. Ich bin jetzt schon... Oh Gott, ihr seid 1,4 Kilometer von mir entfernt. Bitte nicht. Ich stehe, ja. Ich stehe, mache nichts und kriege Schaden. Also, ne? Oh cool, ich habe schon 816. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, wir können keine Dings fahren. Ach Mann. Ja, wir brauchen die gar nicht fahren, bei uns kannst du vergessen. Mich würde es ja mal interessieren, ob das bei mir halt genauso ist nach einer Zeit. Na, bei dir ging es ja die eine Fahrt. Ja, aber es war halt eine kurze Fahrt. Ja, aber es ist ich ja bin noch nicht mal los. Ja, ich weiß aber. Ja, eben. Mama verstand nur. Ja, wenn du aber drin bist in deinem Bus, zuckt deiner ja auch nicht. Das heißt, ich kann es ja bei mir gar nicht beurteilen, ob ich gezuckt habe oder nicht. Ja, aber du hast ja. Ja, gut, du fährst sowieso über alles drüber, aber irgendwann kriegt man ja mit. Wirklich ja. Grad schön. Nee, sowas will ich nicht fahren. Ich möchte hier schon was Gutes fahren. Wo hatte ich denn. Ist denn in deinen Augen was Gutes? Ja, ein MAN. Ein Mann? Ein MAN. Ja, ein Mann. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Haltestelle 2. Ah, okay. Da muss ich nicht hin. Weißt du, hier vorne hat doch alles gut funktioniert. Ich hab mich gerade im Bus verlaufen. Ich wusste nicht mehr, wo der Fahrersitz ist. Okay. Das sah alles komisch aus in der Mitte. Du hebst gleich ab. Steig mal aus. Oh, schade. Oh. Bei mir sieht's normal aus. Oh, guck mal, jetzt klebt. Wow. Ich bin bloß eingestiegen, da sagt sie zu mir, wer hat ihnen eigentlich den Führerschein gegeben und ich kriege ja einmal Miese nach den anderen. Oh mein Gott, jetzt kommt aber ab, ey. Die Schlange ist bereit. Ich will raus. Ich habe genau das gleiche wie Ryan. Ich kriege Strafe, obwohl ich noch nicht mal gefahren bin. Ja, wir können keine Gelenkbusse fahren. Ja, das war ein Satz mit X. Das hat Ach, sie ist kaum. Aber sie sieht witzig aus. Was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Danke, Iris. Nein. Du kannst doch nicht mal einsteigen. Oh Gott, ich kann nicht mehr fahren. Ich bin immer noch ein Plus. Naja, sieht gut aus. Nimm lieber einen anderen Bus, wirklich. Das macht ja, ich bin schon am Abbrechen. Ja, das macht halt einfach keinen Sinn. Fahrt abbrechen. Ey, Daria, du kannst die Busse wieder verkaufen. Ja, nee, die fahren ja dafür die anderen. Ja, und das, die sind ja nicht vergeudet. Das fahren ja die anderen. Ach so, die NPCs. Ja. Stimmt, die haben wir auch noch. Außerdem, vielleicht kann ich sie ja fahren. Ey, das ist so mies, ne? Könnt ihr ja gleich mal bei mir testen, ob es bei mir auch zuckt. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich sehe es ja nicht, ob es bei mir zuckt. Ja, aber wie gesagt, du kriegst ja mit, dass du die ganze Zeit nicht übelst viel Minus bekommst, mit irgendwie, obwohl gar nichts da ist. So, das kriegt man ja mit. Ja, gut, aber ich hatte ja vorhin eine ganz kurze Fahrt. Das waren ja keine 5 Minuten, die ich gefahren bin. Ja, trotzdem. Das weiß ich ja nicht. Ja. Bei deiner Einfahrt hast du ja auch erst nach der Hälfte oder kurz vorm Ende erst Schaden oder halt zahlen müssen. Ich kann halt nicht beurteilen, ob es bei mir halt auch so ist. Hätte ja sein können, dass es der gleiche Bug ist, dass es halt auch erst
einer längeren Fahrt ist. Bis dann. Weiß ich halt eben. So ist, dann ist das an sich direkt der Bus und nicht. Eben. Weil anders geht's ja. Weil gar wenn, nicht. Wenn zum Beispiel bei mir nach längerer Fahrt auch so ist, oder wenn er halt bei mir auch zuckt, was ich ja wie gesagt nicht sehe, dann ist es halt bei mir auch so. Dann liegt es nicht an euch, sondern allgemein an dem Bus. Wenn ich aber mitfahren kann und es bei mir zum Beispiel nicht zuckt oder halt irgendwelche komischen anderen Sachen tut, dann liegt es entweder am Multiplayer oder keine Ahnung an was. Oder am Bus selbst. Ja, dann müssten Ryan und ich das nochmal privat probieren. Irgendwann. Ja. Privat wird es, denke ich, mal funktionieren. Oder es geht halt nur am PC super. Nicht. Du hattest es ja auf der Konsole, ne? Ja, aber halt eigentlich. Ja, aber vielleicht ist es halt ein Bug für die PC-Version. Gibt's doch auch. Ja, das kann auch sein. Ist zwar unwahrscheinlich, aber könnte sein. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Nicht? Okay, dann nicht. Aber vielleicht liegt es ja auch daran. Eventuell, ne? Das ist traurig. Warum kriege ich jetzt für irgendwas Fußballergebnisse? Was? Warum kriege ich jetzt das Ergebnis vom Fußballspiel von 96? Ist das nicht eine Stunde vorbei? Vor allem, warum kriege ich die Ergebnisse? Ich habe noch nie Ergebnisse vom Fußball bekommen. Mich interessiert das nicht. Ich muss doch nicht mal das hier spielen. Ja, keine Ahnung, gestern. Da schon nach Nulle wieder, wa? Ja, deswegen ja. Und jetzt kriege ich die Fußballergebnisse. Wir sind bei 11,5 Stunden, by the way. Na gut, bei mir bei 11 Stunden 46. Mit Counter halt. Nee. Ist ja nicht so, dass ich direkt morgen Vormittag wieder Stream hab. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ach, dann sitzen wir hier noch. Ja, Problem ist, wann haben wir morgen Treffen und wie viel Uhr? Uhr. Keiner. Das heißt, bis 18 Uhr kann ich streamen. Na, sagen wir bis 17 Uhr. Ich habe schon wieder 5,2k an Busplätze. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Das ist viel. Bei mir? Aber du bist ja. Was? Kann ich bitte. Bei was? Bei wo? Achso, Raven, okay. Ja, ich habe erstmal geguckt, so, hä? Was so? Ah, da. Ja, die zahlen mal, obwohl die so viele Tickets haben. Ich sag doch, Ticketdealer. Guck mal die Rentner. Nee, bei mir waren es jüngere. Oh. Ich glaube, die haben manchmal echt die Stimmen verwechselt. Echt? Ja, gerade ein Kerl gesagt, ich muss erst mal gucken, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ja, das habe ich auch. Naja, aber vielleicht ist es ein Kerl, der gerne Badeanzüge trägt. Vielleicht ist es divers und trägt gern Badeanzüge. Okay, kann auch sein. Ich werde nicht weiter nachfragen, sowas ist dann unhöflich. Ja. Vor allem als Busfahrer darf... Ist schon vorbei. Eine Fahrkarte. Och, ich wollte gerade die Tür zu machen, der aber wieder eine Fahrkarte haben. Kenn ich, dass du die Leute die Tür vor der Nase zuhaust. Echt? Habe ich das bei dir schon gemacht? Ich wusste gar nicht, dass du schon bei mir vor der Tür standst. Wow. Hier. Na klar. Hier. Hier. Was denn? Oh, ich hab ja was? Grün, cool. Ach so. Was? Ach, jetzt nicht mehr. Ja, das sind die richtigen. Die auf Wibbly-Wobbly hier mit Schwarz fahren. Ja, das sind die richtigen. Auf Wibbly-Wobbly wird nicht schwarz gefahren. Oh, doch. Und schon gar nicht, wenn Ryan fährt. Ja, ich hab leider schon Ryan und der war sogar dunkelhäutig. Was sagt das jetzt über ihn aus? Nein, nicht. Was sagt das über dich aus? Er war halt dunkelhäutig. Es tut mir leid. Was kann ich denn dafür, wenn er schwarz fährt? Der Rassismus hier. Ich sagte, er ist dunkelhäutig, okay?
Hättest du mal die Schwarzhäutigen, die Dunkelhäutigen schwarz fahren? Die Schwarzhäutigen. Nun, das war deine Wortwahl, ne? Ich hab mich ja korrigiert. Das ist halt dunkelhäutig. Du kannst auch farbig sagen. Du kannst auch Schuhcreme-Monster sagen. Ja, nee, das ist ja schon wieder inkorrekt. Oh. Warum habt ihr eigentlich hier an jeder dämlichen Kreuzung irgendwelche Tausende von Zebrastreifen? Ich brauche eine Fahrkarte. Das ist das Land der Zebrastreifen. Das ist belastend. Ja. Oh, unser Hund ist gerade wach geworden. Das bedeutet nur, dass sie wieder zum Wassernapf rennt, der eigentlich in ihrem Zimmer steht, aber trotzdem durchs selbe Haus rennt, um zum nächsten Wassernapf zu gehen. Ihr eigenes Zimmer? Ja. Die Katzen haben auch ihr eigenes. Also, die Katzen haben ihr Katzenräumchen. Mit Katzenklo und allem. Die Hunde. Und der Hund. Die Hunde vor allem. Der Hund hat sein. Oh nein, Olli! Oh nee! Der Hund hat sein Zimmerchen beim Herrchen. Hat er die Rampe drinnen lassen, dann kommt er ja nicht mit. So geht ja die Zwerg. Oh. Warum wird mir eigentlich immer noch die blaue Linie angezeigt, wenn ich jetzt eigentlich schon auf dem Rückweg bin? Keine Ahnung, verstehe das System damit sowieso nicht. Naja, wenn man die Tour gefahren ist, dann wird es eher, ne? Ausmarkiert. Aber bei mir ist sie ja immer noch aktiv. Ja, weil du da bestimmt auf den gleichen Weg nochmal zurückfährst? Ja, nee, ich bin ja schon auf dem Rückweg. Ach so. Das war ja die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Ich bin auf dem Rückweg. Wieso habe ich die Linie noch? Weil ich bin ja beim Bahnhof, also beim Zentralbahnhof da gestartet, beim ZOB. Und fahre ja jetzt da wieder hin. Aber die Linie bleibt. So lange fahren, bis die Linie weg ist. Vergiss es. Wo ist meine Tasche? Hä, wie vergiss es? Ja, wenn die jetzt nicht gleich abbricht, dann breche ich sie ab. Also, die Zwerge frei. Dann breche ich sie ab. Aber man kann ja eigentlich nur Rundfahrt oder Loop. Und die hat ja auch Rundfahrt. Sicher? Ja. Nee. Was ist denn der Unterschied? Weil sonst hätte ich ja vorher irgendwann schon mal Loop gemacht. Rundfahrt ist ja sofort drin. Also, na, wenn man einmal Rundfahrt eingestellt hat. Weiß tatsächlich gerade gar nicht, was der Unterschied ist. Bei Loop fährst du immer wieder, glaube ich, die Strecke. Und bei Rundfahrt fährst du einmal hin und wieder zurück. Oh und Gott, Loop, dann hast du ja nie Feierabend, wenn du Loop fährst. Ja. Und Loop wiederholt sich halt immer. Ja, ich denke mal. Ich. Aber dazu hätte ich ja Loop eigentlich vorher schon mal einstellen müssen. Aber ich habe ja nie was anderes eingestellt, außer halt jetzt das Wetter. Eigentlich. Haltebucht 4 schon wieder, okay. Also ich fahre den jetzt nicht hier durchgehend. Nächster Halt, zentraler Busbahn. Man sagt bald einfach auch noch nächster Halt, ne? Bitte alle aussteigen. Okay, jetzt hat er abgebrochen. Doch kein Loop. Na, so wird aber auch. Oh, schön. Ah. Und? Nur 2 Kollisionen. Ach ja. Gut. Ich glaube, ich fahre jetzt auch Wibbly Wobbly. Da bist du ja noch auf dem Weg, ne, Ryan? Mhm. Die Begeisterung. Ja, ich konnte gerade schon wieder nicht fahren. Ich war schon wieder. Aber die Rampe wurde mir wieder nicht angezeigt, dass sie noch draußen ist, obwohl ich schon G gedrückt hatte. Wibbly wobbly, timey, wimey, stuff. Das hatte ich wohl aber auch mit der Rampe. Naja, es ist irgendwie. Irgendwie strange. Ein bisschen alles verbuggt auf dem PC. Ob ich mal die langen Busse da ausprobiere? Ja, mach doch, du kommst mir eh entgegen, dann kann ich gucken, ob es umwabbelt. Nimm aber den MAN, der ist cooler.
Ja, hatte ich auch vor, ich kam nur eben nicht hin. Wie lang ist der? 18,6 Meter, easy. Schaffst du. Easy! Muss ich ja natürlich in die Stadt fahren. Ja, easy. Danke. Also so zitterte nicht, aber das sieht man ja, wie gesagt, selber nicht. Nee, selber siehst du das nicht. Haltebucht 4. Okay. Aber der klingt cool. Reibst du mir unter die Nase? Entschuldigung, ich bin ja schon still. Sag schon nichts mehr. Wir müssen uns Mods runterladen, vielleicht gehen die besser. Ich denke, ich brauche mehrere. Das kenne ich mich nicht aus. Gleich erstmal gucken, er kann es bei Steam, kannst du das machen. Das ist easy. Erstmal gucken, ob ein Gelenkbus dabei ist. Bitte eine Fahrkarte haben. Oh, Kitty hat die Jumpfest gefunden. Oh oh. Hey. Lange nicht gesehen. Oh. Hey. Westfield. Ja, stimmt. Getreidesilos. Letztes Mal war. Ja, genau. Damals, das war als. Ja, genau, damals, ne? Ja, in den guten alten Zeiten. Ja, damals. Ja, wann haben wir uns das jetzt mal. Ja, ach ja, da. Und, ah ja, da. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Oi! So unangenehm, dieses Gespräch dann, ne? Ja. So, ne? Okay, man mag sich nicht, aber man trifft sich wieder und man muss höflich sein und dann so, ah, ja. Wenn ich jemanden nicht mag und ich treffe den wieder, dann. Ignoriere ich. Die Straßenseite. Ich den gar nicht erst an. Nee, ich tue dann einfach so, als wenn ich den nicht kennen würde. Ja, ich tue dann einfach so, als hätte ich den nicht gesehen. Ich gucke mal nach unten. Ja, sag ich ja, als hätte ich den nicht gesehen. Bis ich sie nicht mehr so, sehen will. So, ein bisschen also ausholen. Der bremst aber scheiße. Der bremst ja gar nicht. Stell doch Bremsen ein. Ja, hab ich doch. Ja, anscheinend nicht. Da bin ich Handbremse. Ich mach einfach die Tür auf währenddessen. Ich verstehe euch nicht. Der bremst voll gut. Der bremst scheiße. Der drückt voll. Es ist ein Gelenkbus, Alter. Was erwartest du? Natürlich bremst er ein bisschen anders als die anderen Busse. Der drückt. Der hängt auch ein bisschen mehr hinten dran. Ach. Natürlich ist der Bremsweg mehr. Scheißbus. Kann man den fahren? Denk dran, den Schrott hast du gekauft. Ja, wir rennen! Ja, aber ich kann ihn nicht fahren. Ha! Mit Tür geht's. Das ist ohne Tür. Nein, das geht nur mit Tür. Nee. Warum seid ihr so weit weg? Kommen die doch jetzt wieder entgegen. Ich bin so weit weg. Ja, noch. Bin so weit weg. Oha. Oi, oh, oh. Leonie Kiramil. Danke für deinen Follow. Willkommen im Bombuswald. Hi. Gott, jetzt habe ich einen langen hier. Toll. Dass das die erste Nachricht ist, die man da hört. Schön. Jawohl. Ja, er kann sich dein neuer Zuschauer direkt dran gewöhnen an sowas. Oh Gott. Ja. Siehste? Ich habe gleich einen Ruck gemacht. Leonie Kiramel, vielen lieben Dank auch hier für dein Follow. Willkommen bei den Sanftpfoten. Herzlichen Dank. Schön, dass dir unser Humor gefällt. Oh ja. Dir ist schon klar, dass du jetzt nicht mehr abholen kannst. Raven, wirklich, du jetzt auch. Du jetzt auch, wirklich. Es ist nicht so schwer, ein S von einem D zu unterscheiden. Jetzt macht er aus Bambuswald, macht er Bambuswalz. Wirklich. Bambuswalz. Hey, okay. Der Bambuswalzer. Nein. Doch, der Bambuswalzer. Auch oh, eine witzige Busfahrt. Eine witzige Busfahrt. Und bei dir so? Wie gesagt, vielen Dank für dein Follow bei uns beiden. Vielen lieben Dank.
einfach nie. Einfach ja, einfach ja. Okay, Raven, okay, ich vertraue dir ein. Aber warum sollte er aus Wald Walz machen? Walz. Bambuswalzer. Vielleicht hat er kein deutsches Handy. Spielebus-Simulator 21. Den haben wir auch schon getestet. Aber nicht im Stream. Den haben wir aber privat gespielt. Wir drei. Ja, ja. Das halte ich für ein Gerücht. Wobei, ich muss sagen, aus Bus-Simulator 21 habe ich eher einen Walking-Simulator gemacht. Oh ja, Fancy. Dafür habe ich die Sachen gefunden, von denen andere nur träumen. Und sie ist rumgelaufen. Oh ja. Meine Lieblingsbeschäftigung, rumlaufen. Bitte. Mhm. Ach ja, sie wollen eine Fahrkarte, okay, sehr gern. Ja, bitte, bitte fuhren. Danke. Hybrid. Den, wenn dann bitte nicht dem. Die Grammatikpolizei, Hilfe! Das klingt halt doof, Mann! Nein! Guck mal bei dir, was er bei dir schreibt. Weißt du, da ist kein Rechtschreibfehler drin und ich kann nichts sagen, oder was? Oh, Mappa, ich habe tatsächlich eine englische Handytastatur von Raven. Das ist eine sehr gute Frage, welchen Mann ich fahre. Den Ziehharmonika-Bus. Mann, das Ding heißt immer Ende, nicht Mann. Das ist auf jeden Fall der Gelenkbus. Den ja, Mann, das, den der Ziehharmonika-Bus. Der Ziehharmonika-Bus. Ziehharmonika-Bus. Das heißt, er war N und nicht Mann. Mann, Ziehharmonika-Bus. Punkt. Dann ich sag mindestens N, alles... damit das richtig hinhaut. Man. Von der Hartmann. Ja. Na klar. Was? Ich dachte, man. Ich hätte eine gekauft. Na klar. Ja, genau. Hier, bitte. Na klar. Hier. Bin ich immer noch bei Staffel 2, weil ich jedes Mal einschlafe. Dann ist das wohl nicht so interessant. Doch, ich liebe die Serie, aber ich guck das halt immer beim Einschlafen. Steineck, Kirche. Oh mein Gott, schlag doch. Wann kommst du mir eigentlich entgegen? Ja. Ich weiß ja nicht, wie du fährst, aber ja. Schnell? Ja, anscheinend ja nicht. Ja, schneller als du. Oh! Hey, was willst du denn jetzt? Ich war 70, was willst du? Vor allem, wie ich erstmal die Tür benutze, um zu bremsen. Du bist so doof, Alter. Ich weiß, aber deswegen hast du mich auch gern. Ja, du könntest ja auch einfach Nein. Ne? Bremsen. Ja, tue ich ja, aber das ist zu lang. Da fahre ich immer drauf hinten. Mhm. Der Bremsweg ist zu lang. Ja, du musst früher bremsen einfach. Ja, nee, dann bleib ich hier vorher stehen. Ich hab das noch nicht im Griff. Woher kommt ihr? Ich komm aus Niedersachsen. Irrenhaus. Aus dem Irrenhaus, das ja. Ja, Niedersachsen, / Irrenhaus, / verrückte Katzenanstalt, / ja. Ja, mir fällt mir nicht ein. Und wir sind nur noch 0,5 Kilometer voneinander entfernt. Ich glaube, bei mir war es gefühlt nur... Ich glaube, ganz wenig bei mir im Stream wissen, woher ich eigentlich komme. Ich weiß tatsächlich nicht. Ist es nicht. Hybrid weiß es ganz ich genau. Weiß, ich weiß es nicht. Oh, geh weg, 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 geh weg. Tut es irgendwas? Nein. Gar nicht. Oh. Was ist da los? Ich muss weg. Fahr einfach weiter. Federung in der Mitte ist kaputt, es zieht sich nicht mehr zusammen. Ja. Ich glaube wirklich, dass die der Fehler ist. Also ich hatte bisher noch keine Fehlermeldung, ne? Noch nicht. Aber das fing bei mir auch erst da bei der Haltestelle, wo du jetzt hinfährst, fing das bei mir erst an. Oh, ich muss ja gerade aus. Ich bin mal gespannt. Also, Hybrid, ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch machen. Eigentlich, also zu lange nicht. Zu lange nicht, wie gesagt, ich habe ja morgen Vormittag auch wieder das Stream. Wenn du müde bist, kannst du auch ins Bett gehen, Hybrid, ist doch kein Problem.
Ich komme aus dem Katzenkäppchen. Oh. Er fragt wegen was anderem. Wieso? Hä? Ja, er fragt seinen Freund. Achso. Ich verstehe. Warum fragen die Freunde eigentlich nie selber? Weil sie sich schüchtern sind. Oder, das erinnert mich an die Schule. Dieses, bist du schüchtern? Ja. Bist du schüchtern? Und dann mit der Hand immer weiter, ne? In einem gewissen Bereich. Was? 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 Ja. Oder beim Feiern. Wait a minute, what? Ungelogen. Da kann ich nicht reden. Also in der Schule wurde es ganz, ganz oft gemacht. Und dann halt aber auch irgendwann beim Feiern. Ich war mit der Freundin unterwegs und bei ihr, sie musste ja gefühlt jeder Junge anquatschen. Und oh, sieh dir das an. Ist das, da kam dann irgendwann mal so ein Kerl an und war dann halt noch so, na, bist du schüchtern? Ich so, nö, wieso? Dann, ne, Hand aufs Knie, bist du schüchtern? Ich so, nein, wie oft noch? Weil ich hab's halt einfach nicht gescheckt, ne? So, meine Freundin hat schon angefangen zu lachen. Ich dachte so, hä, was hat die Alte denn jetzt? Warum gackert die da so vor sich hin? Meine Tür geht nicht mehr zu. Doch, jetzt. Jetzt ist es. Nee, jetzt ist sie hinterlaufen. What? Und dann tastet sich der Kerl halt immer weiter vor dich dann so, hallo, geht's noch? So, ja, bist du schüchtern? Ich so, nein, aber Alter, hallo, geht's noch? So, ja, dann bist du ja schüchtern. Ich hab dann einfach... Das eine mit dem anderen zu tun. Ich hab keine Ahnung. Also, man sei wohl schüchtern, wenn, ne? Weil man nicht gleich jeden ranlässt. Ja, genau. Ja. Und ja, ja. Bis ich das halt einfach mal gereilt habe, weil ich dachte so, hä, was hat das denn jetzt mit Schüchtern zu tun? So, what? Ja, man muss halt heutzutage einfach eine S sein. So, und vor allem dann irgendwann so, Alter, Junge. Ja, also bist du schüchtern? Ich so, nein! Aber nein! Einfach nein! Aber was andere daran so lustig fanden, ne? Keine Ahnung. Das haben wir voll gefeiert. Da ist der Zaun wieder geschwebt. Da war wieder der schwebende Zaun. Hm. Aber sowas, das war halt früher voll in, ne? Und ich dachte halt einfach nur so, okay, Leute, geht. Geht einfach. Ich hätte ihn den Namen gebrochen gefragt, hast du Schmerzen? Ja, das Problem ist, dann hätte er mich anzeigen können. Wobei ich ihn ja eigentlich auch, aber ich hatte halt keinen Beweis. Weil ich, ungelogen, das war die Freundin, von der ich dir jemand erzählt hatte. Ohne Witz, die hätte niemals zu mir gestanden in dem Moment, deswegen. Es hätte halt einfach nichts gebracht, wenn die Anzeige erstattet hätte. Wegen sowas. Wegen Belästigung oder dergleichen. Wenn es hätte halt Aussage gegen Aussage gestanden. Wenn es so gekommen wäre, sag ich jetzt mal. Warum darf man hier mit 70 runterbrettern? Was ist das? Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, viel Spaß euch noch. Dankeschön. Dann schlaf schön. Einen wundervollen Wochenstart. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für dein Follow. Gute Nacht. Ade. Ah, schön, schön. Also bis jetzt habe ich keine Probleme, außer dass halt mein Bus aufwackelt. Wiedersehen. Oder vielleicht fahre ich so blöde, dass ich eine Fahrkarte. Genug Schaden für alles mache. Nein, nicht Spoiler. Ich gleiche es einfach aus. Danke. Mit meiner Unfähigkeit zu fahren. Danke, euch, ihr seid so Kitten. Ja, danke schön. Liegt dann der Panda an meiner Seite. Und an dem Erdmännchen. Ich hasse die Wahrheit. Richtig. Ihr macht den Stream halt einfach noch süßer. Halt. Juhu, ich hab den Bremsweg drauf. Alter, die Kühlglocken. Nee, Fenster zu. Warte, was? Die Kühe, Glocken, was? Die Türglocken.
Wegen den Kuhglocken, die sie haben. Die Kühlglocken, habe ich verstanden. Ja, habe ich auch gesagt. Doch, sie hat das auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Ja, die weiß man immer nicht. Da hat sie aber recht. Heimat, du bist aber ein Schleimerchen. Ein kleines. Ja, du bist ein Schleimerchen, aber ein liebes Schleimerchen. Glocken an der Tür. Ich habe andere Glocken, aber nicht die Glocken, die da läuten. Da ist schon wieder ein Zaun oben. Adventure-Glocken. Das ist doch noch gar nicht lange her, da hatten wir das Thema doch auch schon mal. Ja, Glocken, Eier. Es ist immer wieder dasselbe. Würstchen. Es gibt immer wieder dasselbe. Was Rippchen das? Würstchen. So, ich was für Rippchen? Ich hätte Fragen für einen Freund, Hybrid, nein. Die Glocken. Ja, genau, Du kannst bei mir deine Fragen für deinen Freund stellen. Ich bezahle gut. Ich bezahle gut für Glocken. Nein, einfach nein. Einfach ja, einfach ja. Ich dachte auch. Denken ist nicht wissen, mein Freund. Nein, tja. Mein Wein ist leer. Ich habe noch ein Glas. Es ist groß. Ich hätte zwar oben noch welchen, aber nein, ich muss stark sein. Ah, was stinkt denn hier so? Okay, ich gehe fix weiter und klaue den Kühen die Glocken. Oh, Laue. Kitty! Da steht aber Laue. Ganz wild. Da stand Laue. Laue. Ich laue den Kühen die Glocken. Ich laue den Kühen die Glocken. Das ist auch süß. Nein, ich bin an der Straße vorbeigefahren. Scheiße. Na egal. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Kann eh nicht so gut abbiegen mit dem Ding. Nicht. Soll ich euch mitnehmen? Ach nee, ist ja die falsche Haltestelle. Nee, ich wollte euch halt nicht mitnehmen. Oh. Scheiße, jetzt habe ich ja noch eine schlimmere Kurve, die ich rumfahren muss. Du hast die Strecken gemacht. Schwer. Ja, nee, ich bin falsch abgebogen, deswegen habe ich ja so eine scheiß Strecke zum Abbiegen. Ach so. Ich glaube, ich werde krank. Raus, der hat Corona. Schnell. Nein, 21 sitzen sie ja sogar mit Maske. Ja. Echt, das ist mir neulich gar nicht aufgefallen. Doch, da hatten zwei oder drei Leute Maske. Ich war gestern Abend noch einkaufen, bevor ich zum Geburtstag gefahren bin, ne? Ja. Und ich war so verwirrt und verunsichert, weil die haben am Freitag bei uns im NV das Gesetz jetzt gekippt. Weil bei uns war ja immer noch mit 3G und den ganzen Scheiß und mit Mundschutzpflicht. Ich wusste nicht, gehe ich in den Laden ohne Maske oder mit Maske? Hm. Du hast wirklich gesehen, dass da noch so viele verwirrt waren, ne? 50% der Einkäufer waren mit und 50% ohne Maske. Weil kein Schwein genau wusste, ob nicht. Ich meine, bei uns kannst du jetzt überall ohne, wir tragen trotzdem weiter. Ja, ist ja auch so gesehen so zur eigenen Sicherheit, aber ja. Ja. Ja, einmal das und zum anderen, weil Fritz ja auch an die Arbeit denken muss bei sich. Dann muss ich halt auch mit an meine Oma denken. Weil gut, ich, ne, bei mir ist es halt egal, ich bin allein zu Hause, aber. Ja. Ne? Ja, mach ich das lieber. Ich hätte meine Großmutter dann doch gerne noch ein paar Jährchen. Du, das ein oder andere. Also rein. Ich hab beides nicht mehr. Also rein theoretisch hab ich zwei Omas doch und mindestens einen Opa, aber die eine Oma und der eine Opa kenne ich nicht. Nie begegnet. Schade, die alte Arie sieht sich gerne in der Nähe. Haben sie wenigstens geschmeckt, Kitty? Waren sie lecker? Wird extra welche reingepackt? Ja, welche ist gut? Wie viel waren es bei Hybrid? 11? Ja. Welche?